Nicht Apple, sondern die Maßnahmen der US-Notenbank und Konjunkturdaten bewegen die Kurse in den USA. Sandra Nabidi ist für uns an der Wall Street von Beyond Global. Sandra, wie sieht's denn aus? Gibt es Zweifel an der Wirksamkeit der Konjunkturspritze von Fed-Chef Bernanke? Ja, die Federal Reserve hat hiermit einen ganz neuen Kurs eingeschlagen. Es ist fast weniger das Volumen dieser Maßnahmen, sondern eher, was ungewöhnlich ist, ist die zeitlich unbegrenzte Länge. Das ist bisher noch nicht vorgekommen. Das birgt ganz offensichtlich das Risiko einer Inflation. Was sagt denn dieses Maßnahmenpaket? Wir haben es gerade von Corinna gehört. 40 Milliarden US-Dollar pro Monat über den Zustand der US-Wirtschaft aus. Das Wachstum ist immer noch nicht besonders gut. Die Wirtschaft hat sich zwar stabilisiert, aber wir haben nach wie vor mit dem Riesenproblem der Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Da zeichnet sich noch keine Besserung ab. Wir schaffen nur so rund 100.000 Jobs im Durchschnitt pro Monat. Wahrscheinlich wird die Tendenz fallend sein gegen Ende des Jahres, denn dann stehen viele Risiken ins Haus, unter anderem auch die Fiskalklippe. Wir haben keinen neuen Wachstumsmotor und die Branchen, wo normalerweise die USA sehr stark drin sind, wie zum Beispiel Innovation und Technik, steigern Effizienzen und machen Jobs eher noch weniger notwendig. Sagt Sandra Nabidi von Beyond Global. Vielen herzlichen Dank nach New York, und den Dow Jones sehen wir mit einem Aufschlag von 0,5%. Danke, Sandra. Schönes Wochenende.